Willkommen bei den Norderneyer Adventsmomenten. Heute Türchen 11. Die Konfirmanden erzählen die Geschichte vom Sprayer und danach spielt der Posaunenchor, es kommt ein Schiff geladen zum Mitsingen. Kleine Vorwarnung, es gibt zwischen den Strophen immer ein kleines Zwischenspiel, also gibt dem Posaunenchor da gerade 8 Takte für die Musikzeit. Am Ende verlinke ich wieder den Adventsmoment von vor einem Jahr. Und nun viel Freude mit dem heutigen Adventsmoment. Der Sprayer. Herr Noll biegt mit dem Auto um die Ecke und hält vor seinem Grundstück. Im Licht der Scheinwerfer bemerkt er einen Jungen, der über das Blumenbeet rennt und von der kleinen Mauer springt. Beim Aufkommen fällt er auf die Knie. Wie von der Tarantel gestochen, stürzt Herr Noll aus seinem Auto und macht sich über den Übeltäter her. Er packt ihn am Kragen. Dann nimmt er ihn in den Würgegriff. »Hol die Polizei!« ruft er seine Frau zu und sie greift hastig zum Handy. »Was machst du auf unserem Grundstück?« kreischt Herr Noll. Als dieser im frühabendlichen Halbdunkel erkennt, dass der Junge die Wand beschmiert hat, gerät er außer sich vor Wut. Er sieht an den Haaren des Jungen, als wolle er sie ausreißen. »Für den Schaden wirst du aufkommen, und wenn es 100 Jahre dauern sollte«, brüllt er. Dabei drückt er den Hals des Jungen fest zu, dass er kaum Luft bekommt. Einige Minuten später fährt ein Streifenwagen vor. 2 Polizisten eilen aus dem Fahrzeug. Herr Neul schildert in wenigen Worten den Sachverhalt. Dann führt er die beiden Beamten den Sprayer ab. Noch immer außer sich vor Zorn betritt Herr Noll sein Haus und bedient sich an der Bar. »Wir werden uns den Schaden morgen im Hellen ansehen«, versucht die Frau ihren Mann zu beruhigen. Am nächsten Tag ruft Herr Noll Frau Kleinhorst an. Sie ist eine Freundin, mit der er kegelt und die hier in der Stadt als Jugendrichterin arbeitet. »Versprich mir«, bittet er, »dass du die Höchststrafe verhängst. Dieses Beschmieren von Fassaden, Mauern und Brückenbögen muss ein Ende haben. Ach, noch etwas. Sorge dafür, dass er für den Schaden irgendwie aufkommen muss.« Frau Kleinhorst will hart durchgreifen. Noch immer aufgebracht, kehrt Herr Noll am Abend heim. Seine Frau bereitet gerade das Abendbrot. Als sich ihr Mann an den Esstisch gesetzt hat, sagt sie, und es klingt fast beiläufig, »In 4 Tagen ist Heiligabend. Ich möchte den Jungen einladen, mit uns die Festtage zu verbringen.« Herr Noll lässt die Gabel fallen, schnappt nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trocknen. »Du willst was?« »Den Jungen einladen. Er soll mit uns am Heiligen Abend zu Abend essen und wenn er möchte, auch die Feiertage«, sagt Frau Noll und hebt wie zur Bestätigung das Messer, mit dem sie gerade die Leberwurst auf das Brot streicht. Es war gar nicht so einfach, in dieser Richtung die ersten Schritte zu unternehmen. Erst musste ich zur Polizei, um den Namen und die Anschrift zu erfragen. Er lebt im Heim in der Karolinenstraße. »Um Gottes Willen, warum bist du überhaupt dorthin gegangen?« »Ja, weißt du«, antwortet die Frau, »in deiner Aufregung ist dir gar nicht aufgefallen, wie ruhig der Junge war, als du ihn gewürgt und misshandelt hast.« »Misshandelt?« »Ja, und der Junge war brav wie ein Lamm. Aber noch mehr staunte ich über das, was er an die Wand geschrieben hat. Das war ein Schrei nach Hilfe. Ich habe mir die Schmierereien nochmal angesehen.« »Das weiß ich.« Frau Noll stellt einen kleinen Salat und ein paar Brote auf den Tisch, dann berichtet sie weiter. Der Junge lebt also im Kinderheim in der Karolinenstraße. Er ist vor einem halben Jahr dorthin gekommen. Seine Mutter war Alkoholikerin. Sein Vater ist ein Herumtreiber. Wenn die Mutter in der Lage war, den Sohn zu versorgen, dann bekam er auch etwas zu essen. Aber oft ging das Kind hungrig zu Bett und schmutzig auf die Straße. Der Vater ließ sich manchmal wochenlang nicht sehen, ernährt die Familie nur ungenügend. Freunde und Verwandte halfen, damit nicht das Schlimmste geschah. So wuchs das Kind auf, viel alleine und fast ohne Liebe. Und dennoch hat es bitterlich geweint, als es eines Morgens die Mutter tot auf dem Flur fand. Sie war spät in der Nacht betrunken die Treppe heruntergestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Der Junge bemerkte das Unglück erst am nächsten Tag. Sie war ihm eine schlechte Mutter, aber dennoch sein einziger Halt
auf dieser Welt. Der Vater meldete seinen Sohn gleich nach der Beerdigung in einem Heim an, mit der Begründung, er habe keine Zeit, sich um die Erziehung des Kindes zu kümmern. Hier lebt der Junge nun seit einem halben Jahr und ist noch nicht einmal vom Vater besucht worden. Der Heimleiter meint, er wird ihn noch nicht Weihnachten zu sich holen. Aber dafür müssen wir doch nicht einspringen. Müssen nicht, aber wir sollten es tun. Dieser Junge braucht jemanden. Im Heim hat er kaum Kontakt zu den anderen Jugendlichen. Er verkriecht sich in sein Schneckenhaus. Vielleicht schämt er sich wegen seiner Familie. Frau Noll trinkt einen Schluck Tee. Dann setzt sie ihren Bericht fort. Der Heimleiter lässt nicht gerne Kinder oder Jugendliche über die Feiertage in irgendwelche Familien gehen. Ich denke, er hat recht. Da erleben die Kinder zwei Tage friedvollen Familienleben und dann werden sie wieder abgeschoben. Das schmerzt. Ich habe ihn überzeugt, dass es bei uns anders ist. Wir sollten uns mit ihm versöhnen. Mit einem solchen Schmierfinken? Mit einem solchen Schmierfinken. Wir sagen, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ich frage mich, ob das nicht nur eine Worthülse ist. Wenn wir es ernst meinen mit dem Weihnachtsfest, sollen wir Taten folgen lassen. Denn wenn einer an die Wand schreibt, satt werden ist noch nicht Leben, dann schreit er förmlich nach Liebe. Frau Neu sieht ihren Mann bittend an. Du solltest die Einladung aussprechen. Und ich hoffe, der Junge nimmt sie an.